Büttnerei, Büttnerwerkstatt, das waren die Fassmacher. Man nennt sie auch Küfer, Fassmacher, Schäffler. In jeder Region gibt es einen anderen Namen dafür. Wichtig waren sie deshalb für die Brauereien, weil ich, wenn ich Bier brauen will, das Bier irgendwann auch unters Volk bringen will. Und dafür muss ich es in irgendein Gefäß abfüllen. Und dafür hat man Holzfässer aus Eichenholz verwendet. Das sieht man hier ganz gut. Eine sogenannte Fassdaube. Das ist ja relativ kompliziert, die herzustellen, weil ich musste sie biegen, um eben letztlich diese bauchige Form des Fasses zu bekommen. Wenn ich dann ein Fass irgendwann fertig habe, ist das Problem, dass Eichenholz Gerbstoffe abgibt. Das heißt, sie beeinflussen den Geschmack des Bieres. Und das möchte ich in der Regel nicht. Deswegen muss ich versuchen, eine Schicht zwischen Holz und Bier zu schaffen. Und das mache ich damit, und zwar mit sogenannten Brauerpech. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Harzen. Das kann ich sehr leicht verflüssigen und kann dieses Fass damit auskleiden, sodass das Bier und sein Geschmack geschützt ist und ich es gut transportieren und lagern kann.